Ja, hallo Leute, ein neues Tabak-Review von mir. Heute habe ich euch wieder einen Maridan mitgebracht. Heute den Namaste. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir den Preis. Finde ich ganz okay den Preis, ja. Habe ich gerade eben am Kaffee verschluckt. Der Kaffee ist ins falsche Loch gefallen. Daher so ein bisschen. Ja, was ist drin? Kardamom. Sieht man hier drauf, Zimt, Milch, Nelke. In der Beschreibung von Shisha Sky, wo ich schon wieder vergessen habe, vielen lieben Dank an dich, Marius, für den Tabak von shisha-sky.de. Lese ich schon mal gerade vor: Namaste überzeugt durch seine feine Zimtnote, gepaart mit Nelke und Kardamom, welche von einer cremigen Milchnote abgerundet wird. Klingt an sich cool. Mein Problem: ich mag kein Zimt, ich mag kein Kardamom. Naja, ich habe ihn trotzdem und deswegen mache ich hier auch ein Review dazu. Ich zeige euch erstmal den Schnitt. Komm schon, Kamera, es werde Licht, es werde Licht. So, es werde Licht. Ihr seht den Ta Schnitt, eigentlich hätte ich das gar nicht so zeigen müssen, aber er ist immer gleich. Es ist ein schöner, feuchter Tabak. Fein geschnitten, perfekt für jeden Kopf eigentlich geeignet, mehr Loch und allem drum und dran. Ja. Kommen wir direkt zum Geruch. Also wenn ihr anfangt zu riechen, würde ich sagen, riecht man diese cremige Milchnote direkt, ja? Vielleicht die Nelke? Den Kardamomgeruch? Kardamom, Kardamom, Kardamom. Vielleicht nur ganz dezent und dann kommt Zimt. Er ist allerdings nicht so im Geruch so penetrant wie beim Grandma's Apple Pie, ja. Er ist eher süßlicher und milder, meiner Meinung nach. Riecht auf jeden Fall relativ angenehm. Es riecht so ein bisschen nach Gewürzmischung mit Milch. Braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Die Komponenten kennt jeder selber. Man riecht alles so einzeln raus. Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Zwei lang dicke Alufolie auf dem Sapphire Funnel. Drei Brickos, Agarhaus Schlauch. Ja, der Geschmack, der ist sehr interessant. Also was mir ganz besonders gefällt ist, jeder hat es schon mal gemacht eigentlich, Milch in die Bowl getan, ja. Und dadurch hat man diesen leichten milchigen Geschmack. Und beim Ausatmen habt ihr diesen cremigen Milchgeschmack, wie wenn ihr Milch in die Bowl tut. Also ich dachte erst, also wenn man dran zieht und sagt, ey, ich habe Milch in der Bowl, dann wird jeder sagen, ey klar, nur das schmeckt irgendwie ein bisschen intensiver. Auch geil finde ich, dass im Ausatmen das Kardamom-, Nelke- und Zimt-Verhältnis fast gleich ist. Ich würde sagen, Zimt ist sogar das Schwächste von allen drei. Ja? Ich habe dann im Vergleich den Grandma's Apple Pie, wo die Zimtnote zu aggressiv war. Und hier ist sie wirklich schön dezent und das Zusammenspiel passt ja richtig. Also ja, Zimt. Also ihr habt wirklich als Dauernote diese cremige Milchnote und da spielt dann dieses Kardamom-Nelke mit rein und wird so ganz leicht begleitet von dieser Zimtnote, finde ich persönlich. Was mich doch ganz stark an einen Chai-Tee erinnert, ja? Chai-Latte, Chai-Tee. Es ist, glaube ich, sogar dieselben Komponenten, da ist glaube ich auch Zimt drin, Nelke, Ingwer und Milch, ja. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen was dazu, aber von den Inhaltsstoffen ist es wie ein Chai-Tee, ja. Und so schmeckt es meiner Meinung nach auch ein bisschen, ja. Ein Chai-Tee hat vielleicht ein bisschen mehr Würze, ja. Aber hier, der ist halt ein bisschen cremiger, ja.
Welchen Chai Latte habe ich, glaube ich, das letzte Mal geraucht von Social Smoke. Und der war ein bisschen würziger. Und der hier geht eher so in die cremige Richtung. Ja? Ich würde sagen, es ist ein Chai-Tee oder Chai-Latte, wie auch immer, der in die cremige Richtung geht, durch diese Milchnote. Ich persönlich würde sagen, wenn man diese Milchnote nimmt und nimmt einen geilen Kokostabak und das mischt, ist das, glaube ich, ein richtig geiler Kokosmilchtabak, ja. Aber wir haben hier den Namaste. Ich tue mir bei der Bewertung sehr schwer, weil ich selber Zimt und Kardamom überhaupt nicht so mag. Dennoch würde ich sagen, wer hier auf Gewürze steht, auf eine Milchnote steht, auf Chai-Tee steht, definitiv eine Kaufempfehlung, weil es ist ein cremiger Chai-Tee, ja. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von mir. Das war es auch für die nächsten 2 Wochen. Denn ich werde jetzt erstmal nach Kuba fliegen und dort gibt es kein Internet, das heißt, ich kann keine Videos freischalten. Die sind 50 Jahre hinter uns ungefähr. Daher gibt es keine neuen Videos, aber nach den 2 Wochen habe ich wieder einige Videos für euch.